Jetzt sind wir hier mit der Gosmas-Königin, der ersten bayerischen Gosmas-Königin, der Stangl-Mari, der Maria Stang. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin so sprachlos, dass es echt so funktioniert hat, obwohl wir so weit hergefahren sind. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie du hier in Straubing angekommen bist, was waren so die ersten Reaktionen? Wie du dann auch die anderen Kandidatinnen gesehen hast und gedacht, das wird schwierig oder habe ich schon? Also mein erster Gedanke war erst einmal, dass auch jemand dabei ist, die wo mehr Pfunde drauf hat, als bin nur ich. Ich war schon echt gescheit nervös, nachdem ich am Parkplatz angekommen bin. Habe ich gedacht, jetzt wackeln schon ein bisschen die Knie. Nach dem ersten Spur ist dann schon ein bisschen lockerer gewesen. Aber dann im Nachhinein ist einfach alles gelaufen, dann läuft es von allein und ich bin einfach jetzt unendlich stolz, dass ich eine Gosmas-Königin bin. Also mehr kann ich, glaube ich, gar nicht gerade sagen. Zu Recht muss man sagen, wie waren so die Reaktionen im Umfeld, wo du gesagt hast, ich werde Gosmas-Königin oder ich bewirb mich jetzt da? Ja, meine Kegelkameraden haben mich da angemeldet eben und ich habe am Anfang gar nichts gewusst davon. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das, ich ziehe das Ding jetzt durch, jetzt bin ich angemeldet und dann mache ich es auch bis zum Schluss. Die Reaktionen im ganzen Dorf, es war, weil wir sind ein Rundturm, ist einfach ein kleines Dorf. Wir haben ein Wirtshaus daheim und dann haben wir da natürlich auch Werbung gemacht und deswegen sind da so viele Leute da bei uns jetzt da, jetzt da im Geibelfest. Es ist einfach eine super Reaktion von allen gewesen. Also die waren so stolz jetzt auf mich und auch zum Schluss jetzt. Es ist einfach unglaublich. Die Leute, das Publikum, das ist einfach super, ist das. Auf was an der neuen Aufgabe freust du dich am meisten? Am meisten freue ich mich, dass ich neue Leute kennenlerne, auf jeden Fall. Auch die neuen Könige, dass es alles neu wird. Die Leute werden neu und auf das freue ich mich eigentlich am meisten, weil ich so gerne unter Leid bin und andere Festel vielleicht sehe. Und auf das freue ich mich jetzt riesig drauf, auf sowas. Und jetzt wird noch gefeiert? Ja, jetzt werden wir ein bisschen gefeiert. Morgen freue ich mich dann auf den Bürgermeister natürlich. Eine Unterkunft habe ich auch schon beim Vogelmeier. Aber jetzt wird doch noch ein bisschen gefeiert, aber halt nicht zu fest, weil ich muss ja morgen einigermaßen gut ausschauen für den Bürgermeister. Also von daher wird das, glaube ich, eine gute Sache morgen. Haut schon hier. Nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß noch. Dankeschön, schönen Abend noch, ja.